Heute habe ich mir mal was vorgenommen, was ich schon so sehr lange vor mir herschiebe, weil ich das bisher auch noch nicht gemacht habe. Das heißt, ich habe es schon einmal versucht, aber es ist dann kläglich gescheitert. Deswegen habe ich das alles wieder rückgängig gemacht und habe dann in einen Spielstand geladen. Und zwar geht es um das Setzen der Oberleitungsmasten. Ja, ich wollte euch einfach mal zeigen, wie das hier aussieht, direkt im Bahnhofsbereich. Also hier schwimmt man hier so rein zu mit Masten über Masten und alles bunt gemixt von Turmmasten und Einzelausleger und schlagt mich tot, was hier alles so rumsteht. Ja, das wollte ich einfach alles mal so ein bisschen entwirren. Ich werde nicht alles mit Masten selber setzen, weil ich sage einfach mal so wie hier der Bereich mit diesen Turmmasten, den finde ich so in Ordnung. Auch den Abstand der Masten, den finde ich so in Ordnung. Das würde ich jetzt so lassen. Auf jeden Fall werde ich gucken, wo irgendwelche Masten im Gleisbett stehen. Das, meistens in den weichen Bereichen. Die werde ich natürlich wegmachen. Und gegen neue austauschen, so wie hier. Ja, das ist etwas zu dicht am Gleis. Da kommt, glaube ich, keine Lokomotive vorbei. Ja, um das Ganze umzusetzen, habe ich zwei Apps im Moment, ach, zwei Apps, zwei Mods installiert. Und zwar befinden sie sich unter diesem Asset-Reiter bei mir ganz oben links. Hier habe ich verschiedene Masten zur Verfügung, Einzelmasten. Quertragwerke, Rohrausleger. Ach so, das sind nur die Isolatoren. Dann diverse Sondermasten und noch so Zubehörsachen. Ich werde mich erstmal ausschließlich auf diese Rohrausleger konzentrieren. Wir gehen dazu mal in einen anderen Bereich. Ach so, halt noch die zweite Mod. Habe ich ja einmal angefangen. Die zweite Mod, die versteckt sich hier. Und zwar ist das diese. Und zwar befinden sich hier auch Einzelmasten und dann diese Turmmasten mit Mittelstück. Das heißt, mit dieser Mod kann ich diese Quertragwerke nachbilden. Das habe ich in der anderen Mod nicht gefunden. Der Unterschied zwischen beiden Mods, den zeige ich euch jetzt mal in einem anderen Bereich, weil hier geht mir mal die Performance in die Knie, weil man sieht, wie groß das hier ist. Da habe ich hier hinten mal begonnen, ein bisschen was zu bauen. Da habe ich die Gleise gleich ohne Masten, aber mit Oberleitung gebaut. Dazu habe ich mir auch eine Mod installiert. Das heißt, ich kann hier quasi mit Oberleitung, aber ohne Masten. Das heißt, wenn ich diese anwähle, dann sieht das so aus wie hier. Ja, dann habe ich hier die Leitoberleitung, aber keine Masten stehen. So, dann habe ich hier schon mal angefangen, habe einfach schon mal ein bisschen geübt, wie das funktioniert, weil am Anfang bin ich mit diesen Quertragmasten gar nicht so zurechtgekommen. Und zwar ist das so, dass diese Masten, ich nehme jetzt einen Außenmast, wie man hier sieht, die snappen nicht ans Gleis an. Das heißt, ich muss hier die Höhe selber einstellen, den Winkel selber einstellen. Und das war so zu Beginn eine ganz schöne Formelei. Ich muss ja auch den Gleisabstand einigermaßen wählen. So. Das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel mal eins setzen würde, dann gehe ich jetzt hier ran, muss mit dem gucke kurz, wie das ausgerichtet ist. Steht etwas schief. Also drehe ich den erstmal so einigermaßen gerade. Und dann gucke ich, dass ich den in der Höhe noch justiere. Sieht eigentlich so ganz gut aus. Den würde ich jetzt hier einfach mal setzen. So,
Und wo ich das erste Mal gemacht habe, habe ich dann hier drüben den Mast gesetzt. Und hier ist es aber so, ich muss diese Mittelstücke auch quasi manuell setzen. Die snappen also nicht dran. Ich kann hier das Ding hier irgendwo hin platzieren. Und hier habe ich aber festgestellt, wenn ich jetzt einen geraden Gleisabschnitt habe, hier macht es einen leichten Bogen, da wäre ich sicherlich dann am Ende nicht 100% die Oberleitung treffen, aber ich weiß nicht, ob man das dann eben so wahrnimmt. Aber meine Erfahrung ist, wenn man erstmal einen Mast gesetzt hat, dass man dann erstmal diese Mittelstücke setzt. Die muss man dann so einigermaßen hinterher. Und wenn die einmal in der Höhe stimmen, dann passen die auch immer wieder zusammen. Man muss sie jetzt nur in der Länge halt quasi ausrichten. Dann setze ich die hier einfach hier so dran. Ich weiß jetzt nicht, ob es solche Tragwerke in solchen großen Abständen jetzt gibt. Ich mache es einfach mal. Man kann ja sicherlich dann mit zwischendurch auch nochmal eins wieder weglöschen, wenn es jetzt zu unrealistisch wird. Ich mache es jetzt einfach nur dazu zeigen so. So, jetzt kommen wir hier zum letzten. So, jetzt haben wir die quasi verbunden. Ich finde, das geht einigermaßen und es passt auch ganz gut hier mit den Abständen zusammen. So, und jetzt kommt quasi wieder ein Außenmast. Und den muss ich jetzt um 180 Grad drehen. So. Und den muss ich jetzt auch wieder. Die Höhe scheint zu passen. Oder? Ja. Ich mache einfach mal dran. Wenn es nicht passt, dann kann ich ihn wieder wegmachen. So. So, es ist ein bisschen eine Fummelei. Man trifft es, also ich treffe es immer nicht hundertprozentig, aber ich sage einfach mal, wenn ich jetzt hier so rausgehe und drehe jetzt ein Film oder starte eine Aufnahme, das fällt ja eigentlich nicht auf. Also so hätte ich jetzt quasi einen kompletten Gleisabschnitt überspannt. In dem Fall kommt es auch so einigermaßen hier hin. Also obwohl ich hier so leichten Bogen habe. Also es hat ganz gut gepasst. So, hier hatte ich nochmal so einen Mittelmast gesetzt. Sieht dann so aus. Ich weiß gar nicht, wenn ich den jetzt im Nachhinein hier reinsetzen würde. Das geht. Geht sicherlich auch. Also könnte man das sicherlich hier dann noch so ein bisschen auch nachbearbeiten, je nachdem, wie man das halt möchte. Muss das versuchen, hier reinzukriegen. Schwupp. Geht vielleicht auch, wenn man das jetzt wieder rauslöschen wollte. Das ist der Mast. Das ist das Mittelstück. So. Ist hier noch ein Mittelstück? Ist das halbiert? So, naja, ich habe es nicht ganz getroffen. Er hätte noch ein Stück schneller hochkommen müssen. Aber so ungefähr habe ich das jetzt diesen Bereich schon mal gemacht. Und so hatte ich das jetzt auch in dem Bahnhof, den wir anfangs gesehen haben, soweit vor. So, jetzt haben wir noch die zweite Mod. Diese hier. Und da ist es so, dass wenn ich jetzt, am Anfang hatte ich ja auch Probleme gehabt, das richtig so auszuwählen. Ich habe ja, wie gesagt, ich hatte mir diese Masten mit den Rohrauslegern genommen. So, dann haben wir hier quasi gerade nichts ausgewählt. Also überall, wo das X ausgegraut ist, da habe ich nichts. Also ich habe jetzt anfangs immer diesen Ausleger hier gewählt. Ausleger V1. Ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt nicht so der Experte, was Oberleitung anbelangt, aber der schien mir ganz gut. So, dann habe ich die Möglichkeit, einen Turmmast mit Rohrausleger über zwei Gleise oder über drei Gleise auszuwählen. Ja. Nehmen wir hier, haben wir zwei Gleise, dann nehmen wir mal den mit zwei Gleisen. Da gibt es jetzt verschiedene, das kann ich als Turm auswählen, als H-Profil oder als Turmmast DRM. Da weiß ich nicht, was das bedeutet. Also ich habe jetzt erstmal immer mit diesem H-Profil gearbeitet und hier ist es so, wie man das sieht, die snappen an. Okay. Da muss ich mich nicht drum kümmern, da gucke ich einfach hier, ist jetzt quasi eine Stelle, wo ein Mast hinkommt. Schwupp.
Dann hängt er dran. Jetzt ist aber hier nur ein Ausleger. Oder ja, genau. Wenn ich jetzt den zweiten ja dran machen will, habe ich auch lange rum überlegt, wie das funktioniert. Dann wähle ich einfach den Mast ab und habe jetzt nur noch diesen Ausleger. Jetzt gehe ich hier wieder ans Gleis und schiebe das in der Länge. Und was mir hier aufgefallen ist, das passt, also hier, da sitzt ja 100% auf dem Ausleger, aber hier, die rasten immer so ein bisschen daneben ein. Ja. Ich weiß nicht, ob man das irgendwo noch einstellen muss. Vielleicht hier, Offset, weiß ich jetzt nicht. Nee, Offset, vielleicht Minus. Weiß nicht, ob das jetzt näher dran ist. Aber egal, ich mache das dann einfach so. Oh Gott. Fällt eigentlich auch kaum auf. Ich weiß es nicht, was das Offset bedeutet. Ob das da außen rastet komplett ein, ja, aber innen nicht. Naja, also so funktioniert das quasi mit diesen Oberleitungsmasten. Könnte ich jetzt hier quasi fortfahren und könnte zuerst die Masten setzen und dann rüste ich dann meistens im Nachhinein nochmal die Ausleger nach, weil die snappen ja dran, da ist es nicht so problematisch, denke ich. Schwupp, nächsten dran, nächsten und so weiter. So, ich denke mal, das ist soweit alles erklärt. Was jetzt hier alles noch drin ist, habe ich selber noch gar nicht so probiert, irgendwelche Sondergeschichten. Ja. Isolatoren. Keine Ahnung, wozu man die Dinger dann braucht oder diese vielen Varianten. Habe ich mich noch nicht so mit beschäftigt. Was sicherlich dann noch eine Option werden wird, das sind die Abspanngewichte. Mal sehen, ob das jetzt hier funktionieren würde. Klack. Nee, hängt ja im Mast. Das macht eigentlich keinen Sinn im Mast. Oder? Vielleicht hier dran, so an die Seite. Da weiß ich nicht, ob es da nochmal spezielle Masten gibt, die man da benutzen muss. Ja, ist aber nochmal so ein nettes Detail, was man hier hat. Aber damit werde ich mich dann erst später beschäftigen. So, jetzt machen wir einen Cut. Und jetzt werde ich mich an den Bahnhof machen. In Weberstadt. Und werde mal hier versuchen, den unteren Bereich des Kopfbahnhofes selber mit Masten zu setzen, um das Ganze etwas zu entwirren. Ich finde es aber schön entwirrt. Gut, also dann bis später. Das erste Stück habe ich geschafft. Habe jetzt hier diesen Bereich mit diesen Quertragwerken versehen. Hier vorne direkt am Bahnhof. Die Masten, die kann ich nicht rausnehmen. Die gehören noch mit zum Bahnhof.
Und ich habe jetzt, also das ist die Lampe. So, ich habe jetzt hier ungefähr so in einigermaßen gleichmäßigen Abständen, also nicht immer an jedem, wie hier sieht man, habe ich jetzt eine Leitung angesnappt. So, und habe ungefähr geschaut, dass ich so, naja, die Abstände habe. Hier oben. Um das Ganze etwas zu entwirren, ich habe es jetzt bis hier hingebaut. Hier drüben habe ich die Masten schon auch weggenommen. Und ich finde jetzt so fürs Erste gar nicht so schlecht. Sieht deutlich aufgeräumter aus, als es vorher war. Ja, muss jetzt mal schauen. Hier sitzen die Isolatoren nicht direkt an der Leitung. Man muss sich noch ein bisschen Feintuning machen beim nächsten Mal. Das ist halt schwierig, wenn ich das immer genau auf dem Punkt sitze, dann komme ich am Ende mit den Abständen der Tormast nicht so zurecht. Aber es ist aber kein Meister vom Himmel gefallen. Wir üben. So, das erstmal bis hierhin in dem Bereich. Und weiter geht's. Mit ein paar Ingame-Szenen. Danke fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ciao.
Thank you.